Von Deutschland nach Sibirien. Ein Urlaub war geplant. Ein Leben ist daraus geworden. Karin Haß hat es gewagt. Sie hat die Annehmlichkeiten der Großstadt gegen ein hartes Landleben getauscht. Die Sicherheit gegen ein Abenteuer. Sie hat Familie und Freunde zurückgelassen, sich für die Einöde entschieden. Für ihn, für den Evenken Slava Gabojev, für eine große Liebe. Diese unglaubliche Zuwendung und so absolute Liebe. Ich hatte das Gefühl, dass er mir was anbietet, von dem ich schon gar nicht mehr wusste, dass es irgendwie existiert oder von dem ich auch nicht wusste, dass ich das noch begehren würde. Ich möchte, dass wir immer zusammenbleiben. Liebe ist ja sehr schön, aber sie muss dann auch bestehen können, so im Alltag. Und der Alltag, der ist dann ja doch manchmal ein bisschen ernüchternd. Slava ist Jäger, wie alle Männer in dieser Region. Mir tut's immer leid. Ich find's immer schrecklich, ehrlich gesagt. Aber wenn man Tiere essen will, muss man die auch töten. Und wir haben es ja in Deutschland leichter. Ne? Wir gehen einfach an die Fleischtheke und holen uns ein Stück, aber es ist auch getötet worden. Das hat nur ein anderer gemacht. So. Slava ist froh. Eine Spazierfahrt und schon hat er seinen Job für die nächsten Wochen erledigt. Das Fleisch reicht für einen Monat, für sich und für die Verwandtschaft. Und Slava ist stolz. Erst zum vierten Mal in seinem Leben hat er einen Isjubr, einen sibirischen Hirsch, geschossen. Zum ersten Mal aus dem Wasser heraus. Ein seltenes Jägerglück. Karin und Slava leben in Srednjaja Aljokma, einem Dorf mitten in Sibirien, das etwa 80 Einwohner zählt. Hierher führen keine Straßen, keine Gleise. Egal ob flussauf oder flussabwärts, bis ins jeweils nächste Dorf brauchen sie mit dem Boot 2 Tage. In den undurchdringlichen Wäldern auf einer Fläche größer als Baden-Württemberg siedeln nur um die 1600 Menschen. Dazu Elche und Zobel, ein paar Bären und Milliarden von Mücken. Für die meisten Dorfbewohner beginnt der Tag gegen 8 Uhr, wenn der Strom für 2 Stunden eingeschaltet wird. Karin ist da längst auf den Beinen. Bevor die 69-Jährige selbst frühstückt, kocht sie Hundefutter. Heute aus Fischabfällen, Gerstenschrot und Kartoffeln. Ein Tag voller Arbeit liegt vor ihr, der Abgelegenheit und den einfachen Lebensbedingungen geschuldet. Gerade das war es, was sie anfangs so begeisterte. Vor allem aber die einzigartige Natur, die sie als Paddlerin hierher lockte. Ich bin ja in vielen Ländern gepaddelt, in Alaska und in Kanada. Und mich hat einfach auch so seelisch nichts so berührt von der Umwelt. Also Sibirien hat mich sofort gefesselt und berührt. Und also ich finde, das ist irgendwas, ein ganz besonderes Land.
Also das sind ja auch Extreme. Also heiße Sommer mit über 33 Grad, Hitze wochenlang und dann also super kalte Winter mit viel Schnee, Eis, mit minus 50 Grad. Aber das sind auch, ich finde das auch so spannend, dass es diese Gegensätze gibt. Nicht immer gleich. Ich möchte nicht in einem Land leben, das immer gleich schöne, warme Temperaturen hat. Karin Haß ist in Dresden geboren und aufgewachsen. Sie studierte und arbeitete in Rostock. Nach der Wende ging sie erst nach Lübeck, später nach Hamburg. Sie war Systemanalytikerin, arbeitete volltags. Mehrmals in der Woche hat sie Sport getrieben, täglich meditiert. Sie hat sich mit Freunden getroffen, ist ins Theater gegangen und ins Konzert. Vor allem aber liebte sie es, mit ihrem Boot die Welt zu entdecken. Das war vor 2005, bevor sie nach Sibirien kam. Nichts davon ist mehr Teil ihres Alltags. Hier in der Abgeschiedenheit müssen sie und Slava sich selbst versorgen. Das heißt für Karin in erster Linie umgraben, pflanzen, gießen, ernten, einkochen. Ich habe noch nie vorher Gartenarbeit gemacht. Ich habe ja immer in der Großstadt gewohnt. Ich habe früher als Kind, hatten wir so einen kleinen Garten am Haus und da mussten wir immer jäten und das fand ich ganz scheußlich und blöd. Kartoffeln, Möhren, Tomaten, Gurken, Kohl und ganz wichtig, rote Beete. Das würde Slava reichen. Doch Karin mag es abwechslungsreich, baut zusätzlich unter anderem Auberginen, Paprika und Bohnen an. Slava unterstützt seine Frau, erledigt die Männerarbeit, geht fischen und auf die Jagd, während sie sich um Haus und Hof kümmert, der sogenannten Frauenarbeit nachgeht. Also ich bin in Deutschland ja immer eine ganz schlimme Emanze gewesen. Das heißt, also ich wollte wirklich immer alles selber machen und können. Und es ist ja auch in Deutschland eigentlich nicht sinnvoll, so eine Arbeitsteilung, weil da gibt es keine schwere körperliche Arbeit oder wenig körperliche Arbeit, die man als Frau nicht machen kann. Aber hier ist es wirklich sinnvoll. Also hier wäre das absolut dumm, wenn man jetzt unbedingt Traktor fahren wollte, was ja nicht schwer ist, aber man kann, wenn ich ihn nicht reparieren kann, finde ich, muss ich mich da auch nicht draufsetzen. Zum Bewässern, Waschen, Trinken nutzt Karin wie alle hier Regen- oder Flusswasser. Es gibt kein fließendes, erst recht kein warmes Wasser. Ab 2 Meter Tiefe ist der Boden gefroren, das heißt, Brunnen sind zwecklos. Im Jahr 2006 haben Slava und Karin geheiratet, auch weil sie so problemlos eine Aufenthaltsgenehmigung für Russland bekam. Für beide ist es die zweite Ehe. Er hat einen Sohn in Kasachstan, sie eine Tochter im Lübecker Raum. Das sind keine Vernunftsgründe gewesen. Also wenn ich das jetzt so im Rückblick sehe, war das so eine Entscheidung, die ein 17-jähriges Mädchen trifft, wenn sie sich in jemanden verknallt. Also das ist so eine weitreichende Entscheidung gewesen, was mir damals nicht klar war. Also das war eben gerade, weil ich es mir nicht wirklich richtig überlegt hatte. Und aber wenn man das einmal getroffen hat, so eine Entscheidung, dann muss man versuchen, das Beste draus zu machen und ja, das Mögliche zu tun, was einem da in diesem Umfeld noch dann bleibt, zu tun bleibt. Ne? Das hört sich nicht sehr glücklich an. Nee, ich bin auch nicht immer glücklich. Schon als Kind war Karin gern in der Natur, ist viel mit ihrem Vater gewandert. Wenn es ihre Zeit erlaubt, gönnt sie sich an diesen verdrießlicheren Tagen einen Spaziergang durch den Wald. Das
führt mich so wieder zurück zu mir. Ich kann nachdenken über bestimmte Dinge, über meine Haltung, was ich tun kann, um auch für mich selber was zu tun und natürlich auch für unsere Beziehung damit. Eigentlich ist es so, dass ich hier durch die viele Arbeit, die wir haben, nur um einfach nur zu leben, zu essen und zu wohnen, dass ich weniger Zeit habe, so mal in mich zu gehen. Und das ist eigentlich das, was einen sogar hindert am Glücklichsein, wenn man einfach nur reagiert auf vielleicht irgendwelche Unannehmlichkeiten, die einem gerade passieren. Meist bringt Karin von diesen Ausflügen Birkenrinde mit, ein 1A-Feueranzünder. Doch anders als die Einheimischen nimmt sie nur die Rinde von Bäumen, die bereits umgefallen sind. Auch wenn sie so nur kleine Stücke abschneiden kann, sich damit mehr Arbeit macht. Die haben da einfach eine andere Einstellung dazu. Also die Natur rundherum, also das ist ja riesiges Territorium, in dem das Dorf liegt. Und die sagen einfach, es gibt so viele Bäume, da wachsen ja wieder welche nach. Das ist ja auch richtig. Aber ich habe trotzdem immer eine Hemmung, also so einen lebenden, schönen Baum zu beschädigen, der dann vielleicht durch meine Schuld umfällt und abstirbt. Auch wenn Karin nicht alles so macht wie ihre Nachbarn, sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen, von Anfang an. Als Karin zunächst als Touristin nach Srednjaja Aljokma kam, um für 8 Monate zu bleiben, hatte sie nichts dabei außer einem Zelt, einem Schlafsack und ihrem Paddelboot. Von der Verwaltung bekam sie dieses Haus, von den Dorfbewohnern ein Bett, Tisch und Stühle, alles kostenlos. Die Leute sind ganz freundlich gewesen und haben mir dann, als sie dann gesehen hatten, dass ich gar nichts habe, haben sie mir alles gebracht. Also ich sag mal so eine Notausrüstung vielleicht, was sie entbehren konnten. Und sie haben mich versorgt mit Fleisch, mit Fisch, mit Gemüse aus dem Garten. Also ich hatte so Trockengemüse mitgebracht. Das habe ich dann einfach nur verschenkt so, aber weil ich das gar nicht gebrauchen konnte. Ich hatte immer so viel, dass ich das gar nicht aufessen konnte. Für die Dorfbewohner war diese Hilfsbereitschaft eine Selbstverständlichkeit. Dass Karin ausgerechnet ihr Dorf ausgewählt hatte, auch. Die Lage hier ist prima. Warum sollte sie nicht hierher kommen? Allen gefällt es. Ob Deutsche oder nicht, hier leben Menschen der verschiedensten Nationen. Russen, Ewenken, ich zum Beispiel bin Tschuktscha. Slava lernte Karin erst am Ende ihres Urlaubs kennen. Als er dann mich zum zweiten Mal besucht hat, da hat er mir dann gleich erklärt, dass er mich liebt. Und das fand ich schon ein bisschen seltsam, weil ich dachte, das geht ja gar nicht, zweimal sehen. Und ich habe dann auch sehr zurückhaltend reagiert, aber er kam dann immer wieder und irgendwie hat mich das dann doch sehr berührt. Zurückhaltend war sie auch, weil ihr Altersunterschied sehr groß ist, 24 Jahre. Slava war damals 38, Karin 62. Für mich ist es so lange kein Thema, wie es für Slava kein Thema ist. Und das war bis jetzt noch nicht so. Ich habe ihm aber gesagt, dass wenn er meint, das würde jetzt nicht mehr passen, dann soll er mir das sagen und dann würde ich gehen. Und ich würde auch nicht böse sein darüber. Karin liebt Slava und mag ihre Nachbarn. Aber Freunde hat sie hier nicht gefunden. Niemand, mit dem sie sich austauschen. Niemand, mit dem sie lachen kann. Zu unterschiedlich sind die Erfahrungen, die Welten, in denen sie groß geworden sind. In kaum einem Haus ein Buch, nie eine Zeitung, kein Internet.
Karin ist oft einsam und doch selten allein. Was mich stört, das ist, wenn ich alleine sein will, dass dann, also wenn dann immer jemand kommt und sich mit mir unterhalten will und bei mir Tee trinken und essen und so weiter. Also ich habe das Bedürfnis nach einem wirklichen Austausch, der einen bereichert, aber ich habe nicht das Bedürfnis, immer mit jemandem zusammenzuhocken. Zweimal im Jahr sind die Dorfbewohner über Monate auf sich gestellt, von der Außenwelt abgeschnitten. Dann, wenn sie weder mit dem Laster noch mit dem Boot fahren können, weil der Fluss im Frühling taut oder im Herbst zufriert. Also das stört mich überhaupt nicht. Das ist im Gegenteil ein ganz seltsames Gefühl, wenn auf einmal an einem Tag drei Autos ankommen und dann stürzen alle auf die Straße und oh, wer ist denn gekommen und so große Sensation. Vor allem, was hat er mitgebracht? Denn in Srednjaja Aljokma gibt es keine Post, keine Apotheke, keinen Bankautomaten. Nur einen kleinen Laden. Zweimal in der Woche hat er für 2 Stunden geöffnet. Die Preise hier sind selbst für russische Verhältnisse außergewöhnlich hoch. Alles ist 2-3 Mal so teuer wie in Moskau. Ein Kilogramm Mandarinen kostet umgerechnet etwa 7 Euro, eine Flasche Bier 2,50 Euro. Karin braucht nicht viel, hat noch genug Reserven. Nur die Kondensmilch ist ihr ausgegangen. Aller paar Monate bekommen die Inhaber neue Ware. Mehl, Reis, Nudeln, Speiseöl, aber auch Käse, Wurst und jede Menge Wodka. Die Idealsituation ist, wenn es die Pension gegeben hat, also die Rente und Ware. Also dann ist natürlich hier sonst was los. Da ist das halbe Dorf besoffen. Also ich meine, ich lache da jetzt drüber, es ist eigentlich nicht zum Lachen. Karin weiß, wovon sie spricht. Auch Slava war Alkoholiker. Das war die Zeit eines Teils auf Wolke 7. Und dann habe ich eben gemerkt, dass er Alkoholiker ist. Und das war für mich sehr schwer. Und ich habe ihm gesagt, ich fahre jetzt nach Deutschland. Schluss aus, kommt für mich nicht in Frage. Und das war für ihn auch ein Schock. Also es war wirklich sehr schwer für ihn. Kurz bevor sie in den Zug stieg, der sie zu einem Flughafen und damit nach Hause bringen sollte, zog er die Reißleine. Slava hatte Karin bereits über Tage zum nächstgelegenen Bahnhof begleitet. In jener Stadt ging er zum Arzt und ließ sich ein Mittel spritzen, das in Verbindung mit Alkohol Übelkeit verursacht. Es half, bis heute ist Slava trocken. Ob Karin jemals wieder zu ihm zurückkommen würde, wusste er in diesem Moment allerdings nicht. Das war auch so ein großer Liebesbeweis, glaube ich, dass er das geschafft hat überhaupt. Also, dass er diesen festen Willen hatte. Weil natürlich, wenn jemand aufhört zu trinken, die anderen Trinker sehen das nicht so gerne. Die fordern dann denjenigen immer auf, komm, trink mit und ein Glas kann ja nicht schaden und so. Also, da gehört schon viel Willenskraft dazu, in so einer Umgebung dann nicht wieder anzufangen. Es sind ein paar Wochen vergangen. Der Fleischvorrat wird knapp. Slava fährt mit Freunden zur Jagd. Karin bleibt, auch in den langen Wintermonaten, wenn Slava auf Pelztierjagd geht, seine einzige Einnahmequelle, allein zurück.
ich weiß in der Regel nicht, wann er zurückkommt. Nur ich bin eigentlich auch manchmal ganz froh, dass ich mal alleine bin. Dann kann ich mal in Ruhe bestimmte Sachen machen, zu denen ich sonst nicht komme. Also es ist gar kein Problem und alle Frauen im Dorf leben ja so. Zeit zum Wäschewaschen. Keine leichte Aufgabe. Ein Waschgang dauert mitunter 3 bis 4 Stunden. Rein in die Maschine, in der Zwischenzeit etwas anderes machen, dann schnell aufhängen. So einfach geht das hier nicht. So. So sieht die dann immer aus, ineinander verdreht. Alle paar Minuten muss die Wäsche entwirrt werden. Außerdem vor dem Waschen mehrfach eingeweicht und geschleudert, damit der Schmutz herauskommt. Wie im Mittelalter, alles auf die Straße. Im Moment sind die Regenfässer gut gefüllt. Das erleichtert Karin die Arbeit. Sonst müsste sie jeden Eimer Wasser vom Fluss holen. Wie auch immer, die Waschmaschine mit Strom, aber ohne Wasserzufuhr, ist eine große Arbeitserleichterung. Luxus im Vergleich zum Waschbrett. Na, ich bin natürlich schon froh, dass ich jetzt das Waschbrett nicht mehr benutzen muss, wie ganz am Anfang. Da hatten wir eben die Maschine noch nicht und da habe ich mir regelmäßig immer meine ganzen Knöchel aufgerieben. Das war auch kein Vergnügen. Da ist das jetzt schon ein Fortschritt mit der Maschine. Mir gefällt nicht, dass Karin so viel arbeitet. Das bereitet mir Sorgen. Sie sollte sich mehr erholen. Nach dem kurzen Picknick geht Slava fischen. Und ist schnell erfolgreich. Schon bald können seine Kameraden die ersten Fische ausnehmen, das Abendessen zubereiten. Slava stammt aus einer Nomadenfamilie. Mit Rentieren und all ihren Habseligkeiten lebten sie traditionell von und in der Natur, schlugen mal hier ihr Lager auf, mal dort. Einige seiner Verwandten leben auch heute noch so. Die Sesshaftigkeit, der Gartenbau sind relativ neu für die Evenken. Auch in der zweiten und dritten Generation noch ungewohnt. Hier beim Fischen und auf der Jagd ist Slava in seinem Element. 7 Jahre охотился уже, бегал на охот. Ich war noch keine 7, da war ich bei jeder Jagd dabei. Ich war noch so klein, dass die Waffe viel größer war als ich. Karin schaltet derweil das Satellitentelefon ein, hofft auf Anrufe aus ihrer Heimat. Feste Zeiten hat sie vereinbart, 2-mal in der Woche eine halbe Stunde. 2-3 Monate im Winter verbringt Karin in Deutschland. Im Rest des Jahres bleiben ihr nur immer mal wieder ein paar Minuten am Telefon, mit Freunden, vor allem aber mit ihren Enkelkindern.
Die vermisse ich wirklich sehr. Und ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich als Oma hat man ja auch Verpflichtungen. Also man sollte schon sich um seine Enkelkinder kümmern und all das mit denen machen, wozu die Eltern keine Zeit vielleicht haben oder wo die Eltern auch das Interesse vielleicht nicht haben. Und man kann sich da schon einbringen. Und dass ich hier bin, das macht mir schon manchmal schlaflose Nächte. Der Verzicht, den ihr das Leben mit Slava in Sibirien abverlangt, ist riesig. Als Großmutter, aber auch als interessierter politischer Mensch. Die paar Programme des russischen Staatsfernsehens, die sie hier empfangen können, sind ihr bei weitem nicht Information genug. Ich versuche mir dann immer irgendwie zu notieren oder zu merken, was ich dann recherchieren will, wenn ich in Deutschland bin. Also entweder im Internet oder nochmal gucken, ob ich in irgendwelchen Zeitschriften da Informationen drüber finde. Das ist, also für mich ist es schon sehr wichtig. Also das Internet vermisse ich sehr. Heute ruft niemand an. Naja, dann kann ich das ja ausschalten. Keiner will was von mir. Das hat bestimmt was Gutes zu bedeuten. Macht dich das ein bisschen traurig, wenn keiner anruft? Ach, ich würde mich schon freuen, öfter mal meine Freunde zu hören oder auch meine Tochter, die Enkel mit den Enkeln zu sprechen. Aber die sind einfach alle zu geizig wahrscheinlich. Karin begegnet ihrem Heimweh, indem sie über ihre außergewöhnlichen Erfahrungen in der Taiga Bücher schreibt und indem sie sich immer wieder Familienfotos ansieht. Das ist meine Tochter mit ihren 4 Kindern, 3 Jungs und ein Mädchen. Und ich freue mich immer riesig, wenn ich dann nach Deutschland komme und kann alle wieder in die Arme schließen. Es gibt wirklich auch viele Tage, da möchte ich zurück nach Deutschland. Also es ist einfach meine Heimat und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Und es geht aber nicht, weil ich ja mit Slava verheiratet bin und er unendlich, also traurig wäre. Das könnte ich dem einfach gar nicht antun. Und deswegen wünsche ich mir manchmal, dass er so richtig grässlich zu mir ist, damit ich dann sagen kann, so, selber schuld, jetzt fahre ich zurück nach Deutschland. Einmal war Slava mit Karin gemeinsam in Deutschland, hat ihre Familie kennengelernt, die deutsche Lebensart. Schlicht Karins anderes Leben, das sich von ihrem gemeinsamen so sehr unterscheidet. Dem hat das immer ganz stark imponiert, dass in Hamburg die fetten Enten im Park herumlaufen und nicht abgeschossen werden. Und deswegen wollte er unbedingt, dass ich ihn fotografiere, im Hintergrund die fetten Enten, die hier natürlich sofort der Flinte zum Opfer fallen würden. Mitten ins Herz und doch kein Jagderfolg. Denn Slava hat einen Braunbären erschossen. Das Fleisch ist ungenießbar. Manchmal nutzen die Jäger den Speck als Creme. Im Winter, dann, wenn die Fettschicht richtig dick ist. Doch an diesem hier ist noch nichts dran.
Slava hat das 2 Jahre alte Weibchen getötet, weil es zu viele gibt, zu nah am Dorf. Das sei, erklärt er, gefährlich für Mensch und Nutztiere. Hier in der undurchdringlichen Taiga kennt sich Slava aus. Hier sitzt jeder Handgriff. Nur hier kann und möchte er leben. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mein Vater lebte hier, meine Oma, mein Opa. Warum sollte ich weggehen? Ich habe schon einmal in der Stadt gelebt, das war ungewöhnlich. Zu laut, zu hektisch, zu viele weite Wege. Und immer musste ich im Laufen essen. Hier ist es ruhiger. Auch Karin sieht keine Alternative. Gemeinsam in Deutschland ist keine Option. Das würde nicht gehen, weil er hätte ja keinen Beruf, den man da ausüben kann. Und ich glaube, ein Mann, der 45 Jahre alt ist und nur zu Hause rumsitzt, weil er sich nicht sinnvoll beschäftigen kann, also da geht man ja zugrunde. Ich kann mich hier ja sinnvoll beschäftigen. Also ich kann für unseren Unterhalt, für die Nahrung sorgen, ich kann meine Bücher schreiben und Fotos bearbeiten, was auch immer, am Computer was machen und so. Aber er ja nicht. Was kann man in einer Stadt in Deutschland machen, wenn man als junger Mensch ja eigentlich keine Aufgabe hat? Es ist nicht ungefährlich, hier in der Abgeschiedenheit zu leben. Der nächste Arzt praktiziert 2 Tagesreisen vom Dorf entfernt, vorausgesetzt, der Fluss ist mit Boot oder Lastwagen befahrbar. Wenn nicht, können die Dorfbewohner nur versuchen, einen Hubschrauber zu buchen. Aber auch der fliegt nicht immer und die meisten in Srednjaja Aljokma können sich das nicht leisten. Man stirbt hier schneller als in der Zivilisation. Mir macht es keine Angst. Vielleicht, weil man immer hofft, dass das dann nicht ganz so schlimm kommt. Das hat auch keinen Zweck, sich da Gedanken drüber zu machen. Ne? Das hilft ja nicht. Nach 3 Tagen kommen die Jäger zurück. Nichts haben wir mitgebracht, sagt er. Doch einen Ehemann schon, antwortet sie. Das ist nicht so wie im Laden, da geht man hin und kauft das Fleisch und fertig. Sondern manchmal gibt's welches und manchmal gibt's keins. Egal, Slava ist wieder da. Für Karin Anlass genug, um groß aufzutafeln. Die meisten Speisen hat sie von ihren Nachbarinnen gelernt. Das ist ja eine leckere Küche, die russische Küche. Ich habe das gelernt, weil man das wissen muss, was man mit den hiesigen Mitteln für Gerichte machen kann. Also man kann ja nicht ins Kochbuch gucken und dann nach dem Rezept irgendwas Tolles kochen, sondern man muss einfach sehen, was ist da. Und da sind die hiesigen Gerichte einfach dafür geeignet. Das heißt Kartoffeln, Weißkohl, rote Rüben, Fleisch, Fisch. All das, was man hier anbauen und fangen kann. Gewürzt wird wenig, damit der Eigengeschmack erhalten bleibt. Nur etwas Salz, Pfeffer und ein paar Kräuter.
Dill zum Beispiel. Zu Karins Leibspeisen gehören unter anderem Pelmeni und Piroggen, also Teigtaschen, die traditionell mit Möhren oder Kraut gefüllt werden. Karin war das zu eintönig, also wandelte sie das Rezept ein wenig ab. Etwas, was hier nicht so gut ankam. Als ich mal Piraschki gemacht habe mit einer süßen Füllung, da gab es gerade mal Bananen im Laden und da habe ich dann Schokolade und so Banane reingebacken. Und dann hat meine Nachbarin gesagt, also das geht überhaupt nicht. Das hat gut geschmeckt, aber das gehört da nicht rein. Also man macht sowas nicht. Karin hat, wie alle Frauen im Dorf, zwei Küchen. Eine sogenannte Sommerküche im Hof und eine im Haus, in der sie nur dann kocht, wenn es draußen eisig kalt ist. Denn in den Holzhäusern gibt es keine Türen, geht keine Wand bis zur Decke. Nur so können sie mit einem einzigen Ofen alle Zimmer beheizen. So aber ziehen auch die Essensgerüche in jede Ecke. Und das mag Karin nicht. Aber auch die Sommerküche hat Nachteile. Zumindest für so rastlos Tüchtige wie Karin. Oh, das ist immer schrecklich, so lange zu warten. Wenn man nichts anderes machen kann inzwischen. Das liegt einfach daran, dass die Kartoffeln eine bestimmte Zeit kochen müssen, bis sie weich sind. Und ich immer keine Lust habe, dann zu warten, weil ich ja auch nichts anderes machen kann in der Zwischenzeit. Weil ich ja nicht weggehen kann, weil wenn ich weggehe und was anderes mache, dann sind die sofort weich und zerfallen. Das ist wie mit der Milch, die sofort überkocht, sobald man wegguckt. Irgendwann sind die Kartoffeln fertig. Das war's jetzt hier erstmal. Slava schmeckt es richtig gut, wie immer. Doch lange ausruhen, Fehlanzeige. Karin will weitermachen. Die Kartoffeln müssen in den Boden und das, findet sie, geht besser zu zweit. Es ist eine der wenigen Arbeiten, die sie gemeinsam machen können. Aber nicht immer ist diese Zweisamkeit ein Vergnügen. Naja, er ist ziemlich ein bisschen cholerisch und schimpft immer gleich los. Und ich bin ziemlich empfindlich in der Beziehung, also was Worte betrifft oder Schimpfen betrifft, so, das kann ich überhaupt nicht ab. Und also ich bin so, er sagt zu mir, du verstehst nicht zu leben, weil ich immer so arbeitswütig bin. Und da hat er bestimmt auch recht. Also ich habe dann auch keine Ruhe, wenn ich weiß, da muss noch das gemacht werden und das gemacht werden. Also ich kann da einfach nicht mal 5 gerade sein lassen, zum Beispiel. 2 Stunden später. Der Rücken schmerzt. Kurze Teepause. Karin hat sich, so gut es eben ging, über die Jahre etwas Russisch angeeignet. Aus Büchern, die sie aus Deutschland mitgebracht hatte. Slava war ihr dabei keine besonders große Hilfe. Leider verbessert mich Slava nie, wenn ich was falsch sage, sodass ich das auch beim Sprechen kaum besser lerne. Aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem, glaube ich, dass ich die Sprache nicht so gut beherrsche. Das Hauptproblem ist, dass wir auch unterschiedlich denken. Also dass wir selbst wenn ich die Sprache besser beherrschen würde, uns nicht so gut austauschen könnten. Ich habe auch hier gelernt, dass Sprache bedingt wichtig ist. Also man kann mit Sprache sich auch ziemlich gut auseinanderreden. Und wichtig sind die Dinge, die man tut. Also die man für den anderen tut, mit dem anderen tut. Und also auch die Körpersprache und wie man miteinander umgeht. Er ist immer sehr, sehr liebevoll zu mir, immer ganz hilfsbereit. Also ich brauche nie irgendwas zweimal um ihn, also ich muss ihn nie zweimal um irgendwas bitten.
bring bitte Wasser rein, bring Holz rein, hilf mir dabei. Also er macht das sofort und richtig gerne. Also ich kenne das so ein bisschen anders auch noch von Deutschland her. Ausflugstag. Zeit, auch mal albern zu sein. Ein absolutes Highlight für Karin. Das sind so Momente, die mich ganz, ganz froh machen. Es ist einfach alles so schön, das kann man nicht übertreffen. Es gibt einfach gar nichts Schöneres. Genau deswegen hat Karin das Abenteuer Sibirien gewagt. Für diese Momente mit Slava allein, in einzigartiger Natur. Also ich finde das immer interessant zu sehen, wie hoch das Wasser hier über diese Insel geströmt ist. Wenn ich mir so vorstelle, ich stehe so mitten im Wasser. Gedanken an einen Abschied von Sibirien und damit von Slava sind Karin jetzt sehr fern. Trotzdem, sie weiß in jedem Moment, dass auch diese Lebensphase irgendwann zu Ende sein kann. Einmal ein Grund wäre eben eine schwere Krankheit, dass ich mich in Deutschland behandeln müsste. Oder ein anderer Grund wäre, dass meine Tochter meine Hilfe braucht. Dann würde ich auch gehen. Oder wenn Slava jetzt sagen würde, er möchte jetzt nicht mehr mit mir leben, weil er möchte jetzt vielleicht doch mit einer jüngeren Frau zusammenleben. Dann würde ich auch nach Deutschland zurückgehen. Naja, wenn ich hier eben nicht mehr glücklich wäre, also weil jetzt vielleicht unsere Beziehung nicht mehr funktioniert, dann würde ich auch weggehen. Weil ich will ja nicht meine letzten Lebensjahre unglücklich verbringen. Doch noch hat Karin Hass Lust auf die Extreme. Auf klirrend kalte Winter von minus 50 und auf mückenreiche heiße Sommer von mehr als 30 Grad. Noch schafft sie all die körperlich schwere Arbeit. Vor allem aber siegt die Liebe noch über das Heimweh.